Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Watch Dogs 2 und ein bisschen angeecktem Auto. Ja, herzlich willkommen zurück und ich habe gerade eine kurze Pause gemacht, indem ich mal die ersten Folgen bearbeitet habe. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was man natürlich jetzt weitermacht. Es ist natürlich hier extrem viel zu tun. Ich würde zum Beispiel gerne... Ja, wir machen mal die Cyberdriver weiter, aber ich würde zum Beispiel das ausblenden. Na, egal. Achso, dafür muss ich es vielleicht mal markieren. Bin ja auch bescheuert. Auf Karte anzeigen. Okay. Ja, ich muss immer noch ein bisschen mit der Menüsteuerung und alles zurechtkommen, aber ich bin auf einem guten Weg. 3000 Meter. Möchtest du eine Showdown? Keine Ahnung, was das ist. Machen wir. Spieler gefunden. Sucht. Was passiert jetzt? Ich denke mal, dass die mich jetzt irgendwie hacken können und jagen und was auch immer. War ja im ersten Teil auch. Was ist jetzt los? Hm. Achso, okay, die Geschichte. Ah, das ist ja nice. Aha. Frage ist, wie geht's da rein? Warte mal da. Oh, den hätte ich töten sollen. Okay. Kann ich da hoch? Nee. Was? Ja, aber die Frage, wie komme ich da ran? Das ist manchmal, ist es... Ich blick da noch nicht so ganz durch. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich blick da manchmal überhaupt nicht durch. Hier steht ein Boot und brennt. Kann man Klamotten kaufen? Was geht denn hier ab? Also ich blick da überhaupt nicht durch. Wie ich an diese Sachen rankomme. Ah, okay. Ist gleich hier. Ey, diese Autos, ey. Okay, anscheinend spiele ich mit jemandem, der das schon mal gemacht hat. Aber ich frage mich, wie komme ich da hoch? Okay. Irgendeine Bombe.
Der Typ ist gut, der macht das nicht zum ersten Mal. Also ich blick da noch nicht so ganz durch. Ich hab da noch nicht so. Alter, der Typ ist echt der Hammer. Ich bin irgendwie nur Statist hier in der ganzen Sache. Aber ich glaube, die Gegner. Was? Das Geräusch beim Nachladen. Ah, hinter mir. Alter, der ist aber schnell nachgespawnt. Der ist aber schnell nachgespawnt. Ich hab ihn da unten lang laufen hören. Ey, also irgendwie entweder leckt das oder ich hab den doch. Also meines Erachtens habe ich den voll erwischt. Ja gut, ich meine, ich habe auch noch eine fucking Pistole, mehr habe ich aber auch nicht. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich ihn mehrmals erwischt habe. Gut, ich, wie gesagt, ich habe nur eine fucking Pistole. Ich habe nicht mehr. Ich hätte näher rangehen müssen. Ich brauche ein. Ja. Also, es macht schon Spaß. Ob das. Alter, das kann. Ja, das ist scheiße. Ich habe die falschen Waffen dafür. Das heißt, ich habe die falschen Waffen dafür. Kann es nicht sein. Was hat der denn für ein Heck? Im Campen war ich schon immer gut. Da kommt er wieder. Ah!
Jawohl. Nice. Dreimal gekillt, 5 Tote. Nice. 4 Forschungspunkte. Ja, was auch immer. Achso, der hat das Auto gehackt. Das kann ich noch nicht. Du bist im Gebiet Alkaldes. Gut, das brechen wir ab. So, dann gehen wir mal wieder auf unsere Hauptmission. Also es hat Spaß gemacht gerade. Wenn ich ein bisschen bessere Waffen habe, wo ist denn meine Mission? Da. KI-Auto besorgen. Punkte hinzufügen. Wenn ich ein bisschen besseres Equipment habe. Ich bin auf einer Insel. Ich bin auf Alcatraz, ja stimmt, stand auch eben da. Das ist ja cool, ich brauche ein Boot. Ist ein Boot. Das hat aber schon Spaß gemacht. Oh, nein, 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 ich werde sterben. Ich werde so. Nee, ich werde nicht sterben. Das Wetter ist ein bisschen, naja. Beschissen. Gar nicht mitbekommen, dass das Ganze auf Alcatraz stattfindet. So, walk. Mir fehlt die Musik, Leute. Warum gibt's hier keine Musik? Warum gibt's hier keine Musik? Das ist jetzt wieder so ein bisschen zu leise mit der Musik. Ah, man kann es mir aber auch nicht echt mal. Auf 50%. Wieder ein Forschungspunkt in der Nähe, ich will immer wissen. Diesmal ist er hier drauf. Ich will mal wissen, wie das aussieht. Die spirituelle Organisation New Dawn beschuldigt Aucklands Stadträtin Miranda Comey der Verleumdung. Im Interview nannte die Stadträtin die Organisation ein, Zitat, betrügerisches Schneeballsystem. Die Organisation schlägt offenbar mit mehr als nur Anwälten zurück. Das Privatleben der Stadträtin rückte ins Rampenlicht, als auf mysteriöse Weise Krankenakten über ihre Transgender-Behandlungen an die Medien gelangten. Eine New Dawn-Sprecherin sagte, die Organisation habe nichts mit den geleakten Krankenakten zu tun und behauptete die Stadträtin Comey Buhle verzweifelt um Aufmerksamkeit. Denk mal, mit dieser Sekte oder was das da ist, da kriegen wir auch noch mit zu tun. Und zwar richtig heftig.
Ganz schön viel Verkehr hier, muss ich mal sagen. Alter, ist irgendwas explodiert gerade. Was? Du willst nicht spielen? Wieder ein Forschungspunkt. Soll das sein? Ah. Wie kommen wir da rein? Frag mich, wie das gehen soll. Frage mich, wie das gehen soll. Scheint es aber irgendwas zu geben. Ich kann es sehen. Warte mal, kann ich denn mein Auto da reinschicken? Klappen. Ich darf nicht klappen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich sehe den Forschungspunkt drin. Da muss es aber irgendwie einen anderen Weg reingeben. Fahren wir mal endlich mal hier an den Strand. So, dann holen wir immer noch ein Auto. Hallo, wir brauchen hier einen Krankenwagen. Sofort. Ganz dringend braucht ihr den. Ganz, ganz dringend. Warte! Ja, ich glaube, das Auto können wir schon fast sparen. Es macht Spaß. Es macht Spaß. So, aber dann machen wir mal unsere Mission hier weiter. Ups. Rettungsdienst hat man dank mir viel zu tun hier. Schon wieder. Ja. Es zwingt dich beinahe neu zu starten. Moment mal, das ist nicht fair. Ja. Was interessiert? Dann hab ich gesagt, sie hätte es ja gar nicht erst tun müssen. Doch sie meint, nein, ich helfe doch gestern. Typisch. Nein, nein, nein! Was hier? Das ist hier hinten. Sorry, nee. Meine Schuld. Das verstehe ich wieder nicht. Das ist doch hier. Ach, das ist da oben. Okay. Frage ist, wie komme ich da hoch? Guck mal, man kann runterstreicheln. Kleines Kerlchen.
Okay, hier sieht's aus, als ob ich nach oben komme. Also damit muss ich mich noch abfinden, beziehungsweise zurecht abfinden. Ey, was laber ich manchmal für eine Scheiße? Damit muss ich noch mich zurechtfinden. Oh, was wird finden, was? Für mehr Details zu dem besonderen Auto will ich auch pikante Details haben. Wie Jimmy Siska und Popstar Nelly Shire? Also vögeln die echt? Ich wusste es. Tja, okay, das klingt auch gut. Ist schon gesendet. Glück, Glück. Cool, Mann. Sehr cool. Ich frage mich gerade, was er mit dem kleinen Objektiv okay, da macht. Ich habe ihm die GPS-Daten des Autos geschickt. Das hat überhaupt keinen Sinn. Und er fotografiert einen Baum. Das macht überhaupt keinen Sinn, was er da macht. Das ist ein fucking kleines Objektiv. Stand auf einem Motorrad. Ist das Motorrad weg? Ich glaub's nicht. Ich brauche doch nur mal ein ordentliches Auto. Ja, ich verlasse. Ich brauche länger ein Auto zum Suchen, als ich hier die Mission wahrscheinlich wäre. Ich wäre schneller hingelaufen. Ich glaube, ich werde mir da mal eine ordentliche Waffe kaufen, ey.